Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metro Last Light Redux. Der Typ da vorne sucht uns immer noch. Wo ist der Feind? Scheiße. Aber sie haben uns noch nicht gefunden. Bitte, findet mich nicht. Ich versuch mal ein Ablenkungsmanöver. Ich weiß nicht. Also, ich kann es mir doch nicht nur eingebildet haben. Doch, das hast du. Gute Nacht. Ach du Schande. So, wie sieht's aus? Ein kleines Tänzchen. Aber wenn dann in der Dunkelheit. Klang irgendwie nicht nach Ratten. No, doch, und wie das nach Ratten klang. Na los doch. Scheiße, da muss ich wohl mal nachschauen. So ein Mist. Ja, das musst du. Komm, komm. Scheiße, der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Das stimmt. Und bevor du noch irgendetwas Blödes anstellst, geh lieber schlafen. Gute Nacht. So, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, ohne entdeckt zu werden und ohne jemanden zu töten. Das ist doch schön, oder? So, wir können uns jetzt wieder aufrecht bewegen. Es ist auch besser für die Oberschenkel und für die Waden. Aufrecht bewegen, dafür sind wir geschaffen, daran hat sich unsere Spezies gewöhnt. So, dann hole ich mir ganz kurz dieses Messer zurück. Das da oben steckt, kriegen wir das? Ja. Sehr gut. Dann gehen wir wieder full equipped in den nächsten Levelabschnitt. Ich schieße hier noch ganz kurz die Lichter aus. Dieses hier da. So, gute Nacht. Wir laden nach. Gibt's hier noch was für uns? Sind hier zufälligerweise... Nein, sind sie nicht. Eintrag haben sie ja auch keinen für uns. Gut. Dann würde ich sagen, auf in den nächsten Raum. Ins Krankenhaus. Merkt ihr das? Und das war das Einzige, was mir das Leben gerettet hat. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot, Fedia. Als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewartet wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht menschlich. Vielleicht diese Kreatur, wie manche... Dunkler Schienenläufer nennen. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Ach so? Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenläufer war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt dahin kommen sollen? Also, ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter gehört, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Mhm. Im Unterwagen eines Schienenwagens. Aber 30 Leute? Das waren das wären zu viele. Wir werden es nie erfahren. Aber irgendwie ist es geschehen. Genau so ist es. Gute Nacht.
Ha! Und gutes Karma bekommen auch noch. Dankeschön. Für die tatkräftige Unterstützung. Ich weiß das sehr zu schätzen. So. Das ist tatsächlich diese Waffe mit einer Zieloptik. Oh ja, das ist sie. Oh ja, sehr schön. Warte, wie viel haben wir? Ja, diese Waffe ist mir, glaube ich, lieber. Oh, 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 oh. Wo gehst du hin? Was hast du vor? Okay. Der Typ verschwindet. Und ich muss nur warten. Bis er wieder runtergeht. So kann ich ihn nicht erledigen. Ich hoffe, mich sieht hier keiner. Lass ab. Geh runter. Ich bin hier im Licht. Hier bin ich nicht im Licht. Schlaf gut. Gute Nacht. Und wir finden hier einen Eintrag, den wir natürlich gleich verlesen werden. Revolution, Eintrag 2. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett sitzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Genau so ist es. Gleichheit und Brüderlichkeit. Und das ist das Problem am Kommunismus. Es gibt keine Brüderlichkeit. Solange die Menschen sind. Er hat nicht bei sich. Hier machen wir das Licht aus. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir woanders entlang. Gehen wir dort entlang? Oh, ein Schlüssel für einen Safe. Schon wieder. Ist hier ein Safe? Es sieht sehr safeig aus hier. Nein. Auch nicht. Ein Lüftungsschacht. So. Moment, ich versuch mal was. Okay, das nutzt also nichts. Bist du alleine hier? Gute Nacht. Piano. Und wieder in die Hocke. Schön brav. Wo ist er? Okay. Das ist nicht so gut. So, und wir sind wieder unsichtbar. Gute Nacht. So. Okay, wir sind ungesehen durch, Leute. Wir sind ungesehen durch. So. Danke. Nachladen. Also diese Waffe gefällt mir jetzt schon sehr gut. Okay. Gut. Gehen wir. So, Licht aus. Tor auf.
Licht aus, gute Nacht. Hey. Wie geht das? Was zum Teufel? Alter. Was wir für ein Glück haben. Nein, Licht wieder an ist uncool. Wir müssen hier entlang, denke ich. Alter Schwede. Wer ist da? Was zum Teufel soll das? Nein, hier ist niemand. Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist Scheiße. Da ist nichts. Oh ja, das macht er. Okay, diese Richtung ist nicht gut. Wer zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden? Ich weiß nicht, wer den Wachdienst erfunden hat. Allerdings hoffe ich, dass sich die Leute hier wieder beruhigen. Und zwar. Hey, ihr da unten, passt auf eure Köpfe auf! Ich wünschte, die Schicht wäre früher. Was soll das denn? Noch mehr radioaktiver Müll? Wir haben diese Scheiße bereits bis unter die Decke gestanden. Wenn das so weitergeht, löffeln wir bald wie die Stocke. Halt eine Klappe, das ist unser Job. Sei einfach froh, dass du diesen Schrott nicht an der Oberfläche einsammeln musst. Okay, gibt es heute noch mehr Lieferungen? Nein, das war die letzte. Klasse, dann mache ich eine kurze Zigarettenpause. Mach nicht zu lang. Du weißt doch, was mit jenen passiert, die nicht lange Fälle scheinen. Genau. Und du wirst auch nicht zum Appell erscheinen. Ein Toter! Alarm! Uncool. Achtung, wir haben Gesellschaft! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Hier ist doch niemand. In Ordnung, alle mal zuhören. Wir beginnen jetzt mit der Überprüfung. Ich glaube, ich habe vielleicht was vergessen. Was ist das? Aha. Hier, bin bereit. Dann lass uns die Liste durchgehen. Hey, was zum Teufel war das? Gute Nacht. Nominal. Schlussrate. Das ist die verdammte Zukunft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Okay. Synthese-Gasdruck. In Ordnung. Leute, wo soll ich jetzt hin? Ich weiß, ich rede ziemlich wenig jetzt. Einen Moment. Wie genau soll ich da jetzt vorbei? Ah, Lichtschalter. Alter Schwede, das ist schon relativ riskant, was ich hier mache. So. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. So, und wir sind hier oben. Alter Leute, ich sage euch, das ist gerade irgendwie spannend für mich. Ich hoffe, ihr fiebert mit mir. Wir gehen hier auf Kälteleitungen, so wie ich das sehe. So. Aber wo gehen wir hin? Wir können doch nicht einfach hier runterklettern. Hier, bin bereit. Alter, bleib doch oben. Kümmern wir uns darum. So. Die Front ist das hier nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich gleich eine Kugel trifft. Nein. Standard. Kompressor, Geschwindigkeit. Okay. Synthese, Gasdruck. Gut. Nominal. Wir sind durch. Wir sind im Untergrund und wir haben 24 Militärpatronen gefunden. Niemand. So. Was haben wir denn hier? Nehmen wir alles mit? Oh, Besuch. Schön.
bin bereit. Fangen wir an. Oh, hallo. Okay. Wir wurden beinahe entdeckt. Freunde, wir sitzen hier in der Falle. Geschwindigkeit? Normal. Temperatur des Wärmetauschers? Nominal. Leute? Plusrate? Standard. Hey, was soll? Synthese-Gasdruck? Hier ist okay. Niemand. Klasse, hab ich. Nur noch einer. Auf zum vierten. Einen Moment. Was heißt einen Moment? Scheiße, was würde ich jetzt gerne schlafen? Verschwinde! Alter! Ich will keinen töten. Ich will gar niemanden töten. Kann ich nicht einfach auf ihn zustürmen? Moment, kann ich eigentlich? Optionen? Steuerung, Tastatur. Bewegung? Nein. Waffen? Auch nicht. Gepäck? Auch nicht. Okay. Scheiße. Ja, ich könnte hier sterben und es würde niemanden einen Scheißdreck kümmern. Das ist richtig. Vor allem nicht mich. Scheiße, ich war zu schnell. Ich hätte warten sollen. Verdammt! Okay, ich riskier's. Gute Nacht! Oh, Gott sei Dank. Danke, Gott. So? Danke. Wohin jetzt? Jetzt sind wir hier. Aber was tun wir hier? Das ist die große Frage. Aha, okay. Ich möchte ganz ehrlich eigentlich nicht hier sein. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Jetzt sind wir hier. Ausschalten. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja, okay. Was haben wir hier? Oh, hallo. Hier, bin bereit. Es geht los. Kompressor, Geschwindigkeit. Normal. Katalysatorstatus. Okay. Temperatur des Wärmetauschers. Okay. Synthese-Gasdruck. Standard. Methanol-Ausstoß am Separator. Nominal. Plusrate. In Ordnung. Klasse, hab ich. Okay. Glückwunsch, Überprüfung abgeschlossen. Wie wäre es mit einer Zigarettenpause? Ja, bitte macht eine Zigarettenpause. Oh, oh, ah, okay. Durch Zufall habe ich den richtigen Weg entdeckt. Ach du Scheiße. Und jetzt? Oh, was ist denn das? Das brauche ich doch gar nicht. Das nützt mir doch gar nichts. Okay. Dann habe ich dann doch nicht den richtigen Weg entdeckt. So wie es scheint. Scheiße. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich hier vorbeischleichen kann. Ich müsste hier vorbei, aber der wird mich sehen. Hundertprozentig. So. Okay, die Typen sind weg, das heißt, ich kann ihn ungesehen. Gute Nacht! So, danke. Ah, hier hätte ich wieder hochgekonnt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass sie ihn nicht finden. Und schnell vorbei hier. Gute Nacht. Schlafen sehr gut. Okay, die hat keinen Schalldämpfer.
Was machen wir denn hier Schönes? Hier haben wir noch einen Filter. Hier können wir den Schalter umlegen und wir haben hier noch einen Eintrag. Eintrag 3. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden. Mosquin weiß, wie man zuschlägt, wo es wehtut. Es mag seltsam erscheinen, aber sie haben recht. Wenn wir keine Einigung erreichen, nicht aufhören zu kämpfen, dann werden wir uns selbst schneller erledigen, als es die Mutanten könnten. Die Kommunisten benutzen den Bunker, der vom Orden gefunden wurde, ebenso wie die Faschisten als Köder. Und das gewöhnliche Volk schluckt ihn mit Haken, Schwimmer und Leine. Und das war's. Krieg. Wohlstand muss mit Blut erkauft werden, damit die Menschheit der nächsten Generation eine strahlende Zukunft haben kann. Muss die jetzige entsorgt werden. Und damit, meine Freunde, verabschiede ich mich für heute und wir hören uns gleich auf dem Endscreen. So, Hallöchen auf dem Endscreen. Ich setze mich ganz kurz richtig hin, so ist besser. Mann, was für eine Schleichaktion. Ich weiß, ich könnte mich hier durchfighten und durchkämpfen. Allerdings, ich möchte unbedingt das gute Karma sammeln, ihr wisst es ja. Gott sei Dank musste ich hier nicht laden. Wir sind bis jetzt ungesehen durchgekommen, das wundert mich. Wir hatten schon einige Situationen, wo wir eindeutig entdeckt werden könnten, hätten können, ja. Okay, ich freue mich auf morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao.